Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen zu Escape vom Tarkov und herzlich willkommen zu, einer kleinen Mitteilung. Ihr wisst ja, ich habe die letzte Zeit Hardcore gespielt mit dem Account von meinem Bruder. Aber mich hat mein Stash so genervt, weil er so klein war, dass ich jetzt wirklich meinen Hauptaccount nochmal resettet habe und hier das meiste Zeug jetzt schon wieder weggeschmissen habe. Ich habe es mir jetzt aber erlaubt, ein paar Sachen zu behalten, weil ich ja doch schon einiges erspielt hatte und ich wollte jetzt nicht wieder komplett bei Null anfangen und die ersten Runden wieder mit der Axt da reingehen. Da hatte ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir jetzt hier 4 Pistolen behalten, 2 Wasser, das eine Saliva, 10.000 wie viel hatte ich denn? Ich hatte 600.000 Rubel, naja, dann ist es eigentlich auch okay. Die Keeper sowieso, ja, 2 Granaten habe ich mir aufgehoben. Hier ein bisschen ein Sani-Zeug, eine Weste, einen Rucksack habe ich mir aufgehoben. Ja, alles was ihr jetzt hier seht, Eye-Case natürlich auch und die 2 Ammo-Boxen vom Geschenk her. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt nochmal neu. Also ich werde jetzt dann mit der Gang, also mit David und Björn, die mal ein bisschen mit der Customs gehen, die ersten Scavs töten und schauen, was ich hier rausbringe. Dann schauen wir mal, wie weit das wir kommen mit dem Hardcore-Account bis zum Vibe. Ich denke mal, dass der noch ziemlich lang auf sich warten lässt. Also denke ich, dass wir auch hier noch vielleicht einiges erreichen können. Ja, genug gelabert. Wir sehen uns im Raid. Servus, grüß euch und hallo. Und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zu einer Hardcore-Runde. Ja, sind mit einer Saiga unterwegs. Das Wertvollste, was wir jetzt hier eigentlich dabei haben, ist ja die Saiga und die Blackrock. Keine T-Bag ist noch mit dabei. Ja, und Plan ist jetzt eigentlich nur ein bisschen Munition zu sammeln, vielleicht ein, zwei Scavs zu töten und dann wieder raus. Also werde vielleicht gar nicht ins Einkaufszentrum reingehen. Der ist jetzt doch gerade erst gespawnt, oder? Der war doch vorher nicht da. Er jagt mich. Zwei Scavs hier gleich am Anfang. Oder hatten wir Late Spawn? Nee. Nicht schlecht, wenn wir hier echt viel Lärm gemacht haben. Habt ihr das gesehen, wie der geleckt hat? Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Level ist, 32.
Oh, kann man sogar bauen. Nein. Ach gut. Die Magazine ist nicht verloren gegangen. Ach, das ist die 366er Mist. Gut, keine gute Wepper. Mal schauen, was die zweite Skafleiche noch so hat. Okay, dann brauchen wir nicht lang überlegen. Das dürften wir schon noch mitnehmen. Ja, man muss jetzt echt sagen, hardcore-mäßig könnte man jetzt eigentlich schon wieder rausgehen. Stau, Idea. Nee, Schmarrn. Star, Obi. Oli. Ich glaube, ich werde das jetzt auch machen. Das Schlimme ist, normalerweise sollte man jetzt meinen, dass wirklich alle Spieler sich im Gebäude befinden. Weil das eigentlich immer der Hauptweg ist. Und letztes Mal waren wir auf Shoreline. Haben wir auch eigentlich als Hardcore-mäßig einen Bunker gemacht, glaube ich, und schon ein bisschen was abgesahnt. Und haben uns gedacht, okay, gehen wir weiter Richtung den zwei grünen Kisten im Wald hinten. Da wo eigentlich nie jemand ist, weil kann man vielleicht hinlaufen, wenn man da spawnt, dass man da vorbeiläuft und das mitnimmt. Aber der Raid ist bestimmt schon 15 Minuten gelaufen oder so. Also man würde davon ausgehen, dass da wirklich kein Mensch mehr ist. Und dann, was läuft uns da entgegen? Drei full-geared Spieler. Und wir mit unserer Bewaffnung, die echt nicht prickelnd ist. Also... Das werden wir uns jetzt mal schnell genehmigen. Normalerweise sollte man sich da zumindest hin knien.
Also nachdem, dass ich neu angefangen habe, habe ich ja einige Sachen wieder verloren. Also ich war wirklich fast schon wieder herunter auf einer Waffe. Also da hatte ich mal ein, zwei Tage, die liefen echt beschissen. Und ja, mit Björn und David habe ich jetzt dann die letzten Abend, wo wir gespielt haben, wirklich oft so Interchange Runs gemacht. Und da sind wir eigentlich immer lebend rausgekommen. Und haben eigentlich immer wieder ein bisschen Ausrüstung mit rausgebracht. Das Wichtigste ist halt jetzt für mich erstmal wieder, so sage ich jetzt mal, die Grundausrüstung zusammenzubekommen. Und da ist jetzt so eine SKS oder so schon richtig stark. Kein Mensch. Die Frames sind heute aber nicht gut. Also waren jetzt gerade 45 hier unten. Jetzt sind wir wieder bei 60. Habt ihr gesehen, wie der eine Spieler geleckt hat, warum mich der nicht töten konnte. Entweder hat er keine Ausdauer mehr gehabt. Aber auf jeden Fall komisch. Na, gehen hinten raus. Eigentlich nichts Interessantes. Zumindest nicht in der jetzigen Situation. Zigaretten sammeln und Kord sammeln, da bin ich noch weit, weit weg. Zumindest aktuell. Könnten wir jetzt immer noch einen kleinen Schlenker Richtung. Hey, Hey Tobi! bevor jemand sich beschwert. Wieso wär's Bei dem das? letzten Foto. Nee, nein, nein, bei dem letzten Foto. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit so viele hochladen. Ach so. Wer hat sich Da beschwert? sieht man. Nee, nee. Björn meinte gerade, ich müsste die Fo Screenshots richtig machen. Heißt, einmal hatte ich gestern vergessen mit dem Überlebensbildschirm. Ach ja, genau. Stimmt. Und jetzt hatte ich Überlebensbildschirm auch nicht, aber nur weil ich bei 2 Sekunden Extract gerade war. Okay. Also ich habe es im Extraction gemacht. Damit man nicht unzählige Bilder hochladen muss. Stimmt. Ein bisschen viel. Ja, der eine Steffen, wer ist denn das eigentlich? Kennt denn jemand? Welcher was? Wie Der bitte? eine, der wohl schon 8 Mal gelegt hat. Ach, Edo? Oder Edo, ja, genau. Steffen, irgendwie. Michael? Oder Michael, ja. Keine Ahnung. Der spielt ja immer als Team mit den anderen. Okay. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwerer. Ich bin ganze Zeit alleine unterwegs. Aber jetzt hast du auch die anderen dabei gehabt, oder? Nee, ich bin komplett alleine die ganze Zeit. Ach, du warst allein. Ja, soll ich dir ein bisschen helfen?
Ich schieße dir dann auch nicht zum Schluss in den Rücken aus. Niemals. Ich wäre gerade von Interchange wieder raus. Also wenn du magst, können wir gerne mal. Und gerade schon wieder drin. Ach, Kacke. Beziehungsweise waiting for players. Also Tobi noch ein bisschen einmal Druck machst. Ein Kill wirst du noch reinstellen oder was? Ja, einen Minimum. Ja, nee, Event ist richtig cool. Es ist halt jetzt schon krass. Also die anderen haben jetzt halt schon echt vorgelegt. Das ist echt verrückt. Jop. Da werden wir im Nachhinein richtig viel zum Auswerten haben, ne? Ja, David macht das schon ziemlich cool. Der macht ja dieses Google Docs Dokument zum Glück. Finde ich auch ganz gut gemacht. Okay, davon weiß ich nichts, aber wenn ihr ein automatisiertes Programm habt, das ist gut, automatisiert, ja. Automatisiert. Das glaube ich nicht, aber. Aber David geht da ja hinterher, dass das auf den aktuellen Stand immer ist. Ja, cool, dass der Kollege so viel Ahnung hat, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich sowas mache. Ich müsste mich auch einlesen. Ja. Aber. Ey, wie hast du dir eigentlich mein Video angeguckt mit dem Mopi-Fahren? Nö. Wo war das? Ah, okay. Discord oder was? In der Laberecke im Discord, ja. Habe ich auch. Ich habe auch Channel aufgemacht, aber halt so privates Zeug. Mhm. Kannst du mal aus Spaß angucken, dass du auch siehst, dass ich nicht nur. Nicht versoffener Spaß bin. Nee. Nicht nur am Saufen, sondern auch mal. Was Nützliches tun. Ja, nee, aber kannst mal, das ist nicht weit oben. Das ist eigentlich, du siehst da direkt, was ich gepostet habe. Wenn du Lust hast, guckst du es dir einfach mal an. Also ich erwarte nichts, aber würde mich freuen, wenn du es dir mindestens anschaust. Werde ich machen, Jody. Dankeschön. Ja, und ja, gestern, mit dir habe ich ja jetzt noch nicht gesprochen. Ja, da war ja das halt, dass wir die Rechte, also einer von uns, ich glaube der Björn oder David, haben Rechte ein bisschen eingeschränkt wegen dem Ziehen, ne? Ja, hab ich mir schon gesagt dran. Ja, das ist ja direkt wieder auf Unverständnis getroffen bei den Leuten. Was? Stimmt doch gar nicht. Nee, Unverständnis nicht, aber es hieß ja dann gleich wieder, das ist ja furchtbar, dass man das nicht mehr machen kann und so. Und er hat gesagt, das wurde endlich mal gemacht. Okay. Ja, der Spieler. Ja, Leute moven halt, das ist sowieso eigentlich nicht richtig. Meine Leute können ja auch einfach switchen, das ist halt ein Ding der Faulheit, wenn die Leute dann sich darüber ärgern. Aber okay, ich weiß nicht, wie lange seid ihr denn heute nochmal ankommen? Okay. Ich spiele nur ein paar Wündchen. Melanie schläft gerade. Ah, deine Freundin schläft, okay. Machst du noch einen schönen Sonntag nachher mit deiner Freundin Fam vielleicht? Ja? Ja, genau. Wir haben jetzt dann noch ein bisschen Spiele nachmittag machen. Ah, also Brettspiele, halt Gemeinschaftsspiele. Ja, genau. Ah, cool. Ja, das ist echt wichtig, sowas zu machen. Also ich war, wenn ich bei meinen Freunden bin, jetzt gestern war ich auch feiern. Ich bin jetzt wieder daheim zwar, aber ich gehe jetzt gleich nochmal kurz weg. Aber wir machen dann auch, wir zocken dann halt die ganze Zeit Brettspiele, Gemeinschaftsspiele. Es ist schön. Also, macht doch ultra Spaß und hält zusammen, ne? Ja. Ja, feine Sache. Okay, ja, wie wenn wir uns denn mal sehen, wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, dir und deiner Freundin. Dasselbe geht. Dankeschön. Und auch erstmal einen schönen Tag. Und ja, ich melde mich nachher nochmal dann. Scheiße. Macht es. Bis nachher, ihr. Ciao. Ciao. Die Skeps sind echt böse, Teres. Ich blute und hab keine Bandagen mehr. Jetzt kann ich nur hoffen, dass in dem Auto beim Checkpoint irgendwas zum Heilen drin ist, sonst bin ich im Arsch. Und wieder das
zwei Skeffs. Nicht nur mit der Saiga. Auf die Entfernung war nicht so toll. Weiß nicht, was Björn da zur Zeit hat. Der spielt dann fast nur noch Saiga. Aber auf Entfernung ist die nicht so toll. Komm bitte, lass was drin sein. Bitte den Schlüssel brauche ich nicht. No, jetzt brauche ich auch nicht was zum Bandagieren. Ah, es ist furchtbar. Jedes Mal das gleiche. Wenn du irgendwas brauchst, du findest es nicht. Du hast keine Chance. Einen Moment. Oh, die Bandage, die Bandage. Ah, oh, Cocket, Cocket, yeah. Schnell, 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 schnell. Ich werde es zwar wahrscheinlich nicht überleben, aber zumindest noch Hoffnung. Musste gerade mal kurz den Spieler hier killen. Oben oder unten? Wieso? Bist du schon oben im Kaufhaus oder noch unten? Ich bin unten gewesen. Wieso? Aber mich würde es interessieren, wie wirst du meistens jetzt spielst aktuell? Also eher von oben oder eher von unten? Ich renne drauf los, auf okay. Den Killer. Mann, die lecken immer noch, das ist nie normal. Mahlzeit. Hey, David. Na, das geht bei euch. Ja, immer. Beide Beine. Okay, warte. Beine, Beine weg. Bei mir ist der Bauch weg, aber. Gold Star dabei, also. Der Killer war gerade gnädig, hat mir nur den Bauch weggeschossen. Hat er so schlecht getroffen, ja? Hm. Mich hat er heute schon zweimal weggelegt. Mich hat er gestern drei, viermal insgesamt. Beziehungsweise drei, glaube ich, auch nicht. Zweimal war es, glaube ich. Nachts. Hm. Mit Gendrix in allen Channel und dann bei ihm hörst du nur, oder er flucht rum, ein Schuss oder zwei Schüsse, Bauch, Brust. Ein paar Minuten später, bei mir dasselbe Spiel. Er braucht halt nur zwei, drei Treffer, Brust oder so, dann bist du tot. Er kommt auf die Moonluft an, die er drin hat. Der hat immer 7N39 bei der RPK jetzt dabei, 100% Chance. Okay, weil ich hab nämlich Karten ja auch gelegt jetzt einmal. Und da hat der nämlich auch diese Moon drin gehabt. Mhm. Der hat jetzt mittlerweile nur die 739 dabei. Okay, deswegen ist er so gefährlich. Mhm. Die geht halt durch Rüstung wie durch Butter, ne? Ja. Komischerweise habe ich dem jetzt mit der Saiga echt auch viel gegeben, dass der das überlebt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wo er ist und ich kann die Leichen nicht looten. David, ich brauche Hilfe. Ich bin tot. Ah, scheiß Spieler. Wo bist du denn? Customs am Checkpoint. Was? Komm sofort und hilf mir. Ich beam mich hin, oder wie? Oh, das nervt. Okay. Das war ein Hacker. Schon am Namen. Weißer Name. So ein Trollname. Und der wusste genau, dass ich da komme, obwohl er mich nicht hätte hören können. Mit dem neuen Soundsystem.
gerade eine Runde auf Interchange, wo ich im IDEA 8 Skiffs an einer Stelle hatte, vor dem Büro. Okay. Dann war ich auch so kaputt geschossen, dass ich nicht mehr zu Killer hingegangen bin. Musste ich denn flüchten? Ah, geht mir das auf den Sack. Ich hatte die letzten Tage, ich glaube, mindestens 2-3 Hacker. Oh je, einen schönen guten Tag. Servus. Ja. Allein wie die mich gekillt haben, das war. Hackerpest. Lecken. Im Moment glaube ich wieder mehr, ja. Blut, das da an der Wand klebt und der ist nicht. Oder ist er doch gestorben? Habe ich ihn gekillt? Klar, ist nicht. Habe ich ihn gekillt? Ich habe ihn gekillt! Wir haben wirklich gekillt. Na siehste, wusste ich doch. So, ich werde mal Tobi sein Zeug hier nachtragen. Wie viel ja. Confirmed Kills hat er denn? Ich? Ja. 9 glaube ich jetzt. Und Eduard 10. Oh. Ein Kopf an Kopf rennen. Ja. Naja, wie gesagt, die eine Runde, wo ich ihn gelegt habe. Oh shit. Da habe ich eigentlich das Glück gehabt, dass ich mit ein paar Leuten drin war und dass Elo den vorher angeschossen hatte und ich ihn dann zum Glück weglegen konnte, also. Ich weiß ja gerade nicht, auf welchen Server die spielen. Ob das EU ist. 2116. Also ich hatte jetzt, seit der Event gestartet ist, einmal das Vergnügen mit dem Killer. Ja. Und da war ich mit dem Lorry unterwegs und also. Wir haben uns danach wirklich selbst über uns kaputt gelacht, wie genial schlecht man gegen den Killer spielen kann. Wir waren sau schnell drin, ich glaube nach 3 Minuten oder so, ja. Und der läuft halt vorm Keeper rum. Also eigentlich von oben zu beschießen, perfekt, ja. Ja, und eine Minute später waren wir uns zwei saugeil. Eine Minute später war das Spiel vorbei. Wir waren 4 Minuten drin. Ja, der kann nicht schlecht sein, der Kleine. Ja, ist auch gut, dass er eine gewisse Herausforderung hat. Wäre schlimm, wenn man den jedes Mal easy peasy legen könnte. Ja. Ja. Also manchmal geht es echt schnell gegen den. Aber ich glaube, es hat wirklich viel damit zu tun, wo du den auf dem Helm triffst. Ja, Glas ist stärker als... oberhalb oder vom hinten. Gell, irgendwas vorne ist glaube ich schlechter. Nein, Glas ist stärker. Wie meinst du jetzt Glas? Ja, von Glas. Die Maske. Genau. Die Maske, ja. Also das Face Shield, das ist stärker. Ja, genau, ja. Deswegen, von vorne ist es schwieriger, weil du meistens nur Face Shield treffen kannst. Ja. Also ich hab'n auf der Rüstung weggelegt, also... Beziehungsweise Armkill sozusagen. Ja, Rüstung geht theoretisch auch, weil. Na, ich hab BS drin gehabt und wie gesagt, er hat sich kurzzeitig auf Elo konzentriert gehabt und dadurch konnte ich ihn weglegen, also. Das ist eigentlich perfekt. Und dann hast du jetzt den Kill auch bekommen. Ja. Ich hab die Fotos drin gesetzt. Leider ist mir im Eifer des Gefechts im Vorfeld leider was passiert, dass ich meine Sachen versichert habe. Also nicht wundern, warum, wieso, weshalb. Ach, alles gut. Genauso wie mit dem einen Bild, wo ich vergessen habe, das eine Foto zu machen mit dem Überleben. Bei dem letzten jetzt habe ich es bewusst weggelassen, weil ich im Extract bei 2 Sekunden das Bild gemacht habe. Hm. Damit du nicht 100.000 Fotos da drin hast. Ja, gut, die hast du ja trotzdem drin. Oh. Ach, ich habe eh nicht den Eindruck, als wäre da einer dabei, der es nötig hätte, da zu bescheißen. Also, habe ich echt nicht. Nur wenn da jetzt einer gerade reinkommt und komplett neu. Das würde genau. 30 Kills reinstellt. Ja. Aber das wäre schon suspekt. Das wird nämlich Gendrix machen, aber dem glauben wir das ja auch. Ja, also die Leute, die mitmachen, würden sich den Hut ja gar nicht aufziehen wollen, wenn es nicht ehrlich und fair verdient wäre, glaube ich. Habe ich so einen Eindruck.
Ich freue mich, dass du gut aufgenommen wird. Genrix hat schon gesagt, der muss mir aber was raushauen, weil wenn ich dann 100 Dinger nachtragen muss, ja, also. Es war aber auch ein Fehler von mir, weil ich habe eigentlich gesagt, dass man eigentlich erst das zum Schluss reinstellen soll. Glaube ich im Video. War eigentlich doof. Ich weiß nicht, dann hätte das aber jetzt mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen dieses Spannende nicht gegeben. Richtig. Ja. 10.3.12.03. Ja, war doof von mir. Weiß ich nichts mehr besser. Wieso war erster Versuch? Ich finde das gut. Oh, Vue, aber ich glaube, du hättest bei der Uhrzeit. Ich glaube, du lässt es bis 0:00 laufen, ne? Ja, genau. Das heißt, dass der 17. eigentlich nicht mehr dabei ist. Ach so, jetzt bis... Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Du hättest bis 23:59, dann wäre der 17. noch dabei. Ja, stimmt. Ist ja egal. Also, aber das nee, nicht, dass jetzt... Also nicht, dass dann, weißt du, wirklich jemand vielleicht noch was postet und hat dann einen Punkt mehr und... Wäre ich jetzt froh, wenn das blöde Schmuckler-Butter wäre. Macht ihr eigentlich... Sind da alle allein unterwegs? Ja. Also es waren ja nur Tobi und ich, und Tobi war in Interchange und ich mach gar Customs. Ich mach halt Killer und... Trag grad Tabelle nach. Okay. Nur sagen, Killer kann ich am besten alleine machen, habe ich gemerkt. Weil ich renne halt wie ich einfach nur drauf. Ja, nee, das macht schon Sinn. Macht man Genrix und Elo auch so. Das macht schon Sinn. Oh, Feuer, ja. Was? Ein Teufel. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Raid überlebe. Aber ich hab den Kappa-Container jetzt. Check. Ja, boah, geil. Gesehen, Tobi. So geil. Gratuliere. War jetzt bei euch auch so? Vom Wind her? Machen? Jetzt geht's gerade. Bei uns ist halt schon gescheiter Wind gegangen. Ja, bei uns ist auch ganz gut. Zwei Headshots sogar. Nicht schlecht. Thank you.